Und damit hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum ersten Video von Outriders, dem Loot Shooter, besseren Anthem. Oh, bei vergleichen kann man es ja nicht. Theoretisch. Ja, gut, ein bisschen. Die Demo fand ich wohl ganz witzig, muss ich sagen. Die. Ja, gut. Mehr zu ballern ist das ja im Prinzip ja nicht. Aber ich müsste auch schon drücken. Natürlich doof. Nehmen wir das Spiel fort, weil ich sage, ja. Blablabla. Charakter. Achso, was ist da für ein Cursor gedämpft? Charakter anpassen. Wobei der eigentlich ziemlich cool aussieht. Ich den Dreh? Ja. Ja, der ist echt ganz cool. Hautfarbe. Augenfarbe. Blau. Was ist aber mit. Ah, ich wollte schon sagen, Haare dort. Haare! Gut. Ja, so ein Vollbart sah eigentlich ganz cool aus. Aber die Ohrringe sehen kacke aus. Piercings. Nee, Mann, angeblich dafür keine Piercings. Wo die Narbe war, ich wohl ganz cool, muss ich sagen. Oh, der richtige Boxernase. Aber das Gesicht. Richtiges Käsebrot. Ja, ist doch top. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und jetzt Charakter erstellen. Charaktername Deodan. Clayton. Kari. Leland. Looter. Was auch. Ruba. Femi. Heng. Masaro. Kade. Kade. Ah, Kade. Klingt gut. So. Lobby, Nachrichten. Sorry, Punkt wählen. Okay, gut. Wir sind in Stufe 1. Neues Spiel starten. Ist ja ein Online-Spiel. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas gar nicht mehr. Ob das jetzt online war oder nicht. Wir werden sehen.
Shadow tot. Also gut, dann lese ich jetzt nicht alle. Zwei Kolonialschiffe sollen uns durch dieses All bringen. Ja, nur ein Schiff hat es geschafft. Wir sind übrigens nach 83 Jahren in unserer Reise. Robin unserer neuen Chanta Heimat. Der Planet. Enoch. USG Ishimura. Naja, fast. Jahre mal. 1-4 Florence Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Start der Hilfsdüsen. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Flugdüsen starten. Drehen und bremsen. Bemerkte Zündung. Jetzt auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Kapsel 1, Empfang ist gestört. Zur Hochleistungsantenne wechseln. Signalstärke bestätigt. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung hat es. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Das ist ja eine riesige Kapsel. Ich dachte, da wäre so ein kleines Bumsding, wo so drei Leute drin sitzen. Ist fast wie zu Hause. Und genau das macht mir Sorgen. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Geile Stimme. Das ist die Stimme von Kratos. Immerhin ist mein Charakter. Nicht so wie ein ganz anderes Spielen. Oder keine Stimme hat. Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ECA-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Wie kann man denn eine Landung nicht genehmigen, wenn man doch schon gelandet ist? Soll sich ich seh's schon kommen. Die Ladezeiten sind wieder katastrophal. Mir mal die Beine vertreten. Ich gehe vor. Nicht, dass du gleich am ersten Tag gefressen wirst. Entspann dich, Alter. Tja, ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam und passt auf.
Cool, ich kann jetzt laufen. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm. War dran gewöhnt. An die frische Luft. Ich hoffe, das wird ein besseres Anthem. Eigentlich hätte doch kein Boah, da ist er. Kommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Es ist nicht nur das. Meine Herren, das ist aber auch ganz schön. Wollen wir den Steuerung da? Mal ein bisschen die Kameraempfindlichkeit runtersetzen. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, Credits, aber ich dachte schon. Kreis. Ja, die Grafik ist eigentlich ganz okay. Kann man mitarbeiten. Wobei geht natürlich besser, ne? Ah, da oben ist das. Wozu mit deinem Panzer jetzt hin, wa? War schon, Hier schlagen wir das Lager auf. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Wie denn? Macht denn jetzt? So. Fahrende Häuser, oder? Na schön, Leute. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrunner, auf Entwurf. Ich bin hier. Ich bin da. Hey. Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag mir schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt hinüber? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vorm Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so einen wie mich wird es dir keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Wie ist es denn mit der Profiltiefe?
Ist aus deiner Familie noch wer von der Erde entkommen? Mein Bruder. Aber nur fast. Sie froren ihn ein, als wir L.A. evakuierten, um die Blutung zu stillen. Aber es war zu spät. Ach, Mist. Das tut mir echt leid. Hatte keine Zeit, um drüber nachzudenken. Was ist mit Sarah? Ihr geht's gut, oder? Ja. Meine Sarah ist da oben. Ihre Gruppe wird erst in 6 Monaten geweckt, aber ich kann warten. Ich konnte dir das alles in dem Chaos bisher noch nicht sagen, aber meine Kleine ist schwanger. So habe ich ihr den Platz verschafft. Im Doppelpack günstiger, was? Also deshalb bist du so scheiß gut gelaunt, seit sie dich aufgetaut haben. Übertreib's nicht. Ja, Sir. Opa, Sir. Gut. Ich such dann mal Jakobs Schießstand. Okay. Du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Gut, Sonden. Wieso hält er denn die Knarre die ganze Zeit fest? Was hast du denn, Boss? Ich kenne diesen Blick. Was hältst du von diesem Ort, Jakob? Echt perfekt. Wunderschön. Wie lange es wohl noch dauert, bis wir alles unter Beton und Plastik vergraben? Ach komm, sei mal nicht so zynisch. Sieh dir nur dieses Tal an. Ich weiß nicht, Boss. Vielleicht steht für uns alle zu viel auf dem Spiel. Einen Planeten haben wir ja bereits auf dem Gewissen. Wenn wir den hier auch verbocken... Muss ja nicht sein. Klar. Vielleicht sind wir ja am Ziel. Vielleicht müssen wir bald nicht mehr mit einer Knarre unterm Kissen schlafen und uns jeden verdammten Tag Sorgen um Nahrung machen. Ach, glaub's mir, Boss. Ich will, dass das funktioniert. Ehrlich. Nur, Menschen ändern sich nicht. Alles auf schwarz gesetzt, was? Die Bank gewinnt immer. Oh, recht hat er recht, ne? Zeit für ein paar Tests. Willst du zielen üben, Boss? Fangen wir an. Dass er den Boss nennt, das ist ein sehr komisch. Ding. Ja, ein neues Spielzeug. Du darfst es zuerst ausprobieren, Boss. Kommst du gegen einen Panzer an? Okay, kannst du mit der Angelerei aufhören. Müssen wir die Waffen wechseln? Prima, du kannst es immer noch. Probier mal die Handfeuerwaffe. Boah, das muss ich aber echt nochmal. Treffsicherheit verbessert.
noch drauf. Outrider, sieh nach, ob unsere ECA-Vertreterin Shira schon Sonden gefunden hat. Gebete funktionieren also. Ich schreibe dir was. Das ist ein Shira, da ist Shira. Meine Güte, einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hallo, du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Oh. Hätten wir bloß ein Internet, um die zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich zieh dich nur auf, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder sowas. Vielleicht aus dem All, nicht von hier unten. Trotzdem waren die ersten Messwerte wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt? Welchen Plan B hat die ECA? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Wahrscheinlich nicht. Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, wie? Papas Beziehungen. Nein, ich habe Maschinenbau studiert. Jahre im Orbit verbracht. Die Struktur entworfen, Nieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Schön für dich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück. Scheiße, das. Tut mir leid. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Komm und häng mit uns ab, wenn das vorbei ist. So übel sind wir gar nicht. Vielleicht komme ich drauf zurück. Ja, wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, richtig? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar Tausend, nur so viele wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Du meinst, die Floris bleibt so lange da oben? Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Okay. Hey, soll das Ding hier so blinken? Au, 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 au. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal, ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, was? Gut, wohin?
1 Uhr. Was Großes. Alle Einheiten, bleibt wachsam. Umgebung sicher. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wow, ich sehe sowas wie hyänenartige Viecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Durch eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Ja, egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich. Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben bestimmt saftige Steaks ab. Tja, wenn die halt kein Fleisch fressen, ne? Sonst wäre es blöd. Da sind nämlich die Menschen die Beute. Eins von diesen Kuhviechern sonnt sich direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ist zwar nicht gerade Priorität, aber wenn ich mich dem Ding nähern kann, versuche ich's mal. Hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da baut sich ein Sturm zusammen. Kerl, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt. Aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte, Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ Alpha, euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weiter suchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Gut, aber wieder zurück. Gerade schon sagen, wie sprintet er denn jetzt hier? So. Hey, Cuthbert, gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Hm. Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. War ja klar. Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. Irgendwas ist komisch. An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiße!
Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Rücke vor. Wow. Oh, wir haben Ladezeiten dazwischen. Ging ja schnell. Handstifter. Wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe, vermasselt das nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich. Maxwell, Mist. Einheit 2, bleibt auf Position. Wir kommen zu euch. Bereitet das Sanitätszelt vor, falls ihr schnell handeln müsst. Hey, Boss, wo steckst du? Ich suche die verirrte Sonde. Was macht Skarstad? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Saprophyt oder Methyl? Habe ich mit zu Proben nicht. Okay, das Vieh ist, glaube ich, nicht so zahm und harmlos, wie sie am Anfang dachten. Kannst du sagen, was du willst. Falsche Taste, Mann. Gott sei Dank, muss ja jemand kommen. Wow, was ist das für ein Bug, ey. Das Vieh schwebt. Okay, du willst spielen? Spielen wir. Captain, eins der Kuhviecher hat mich angegriffen. Es ist durch irgendwas wild geworden. Ich musste es töten. Seid vorsichtig. Verstanden, Outrider. Jetzt sieh zu, dass du die Sonde findest. Jetzt auch nicht wieder ein Ladebildschirm. Ne. Tanner, ich hab sie. Gut,
Hol dir die Festplatten und dann raus da. Warte mal. Sie läuft nur im Relais-Modus. Tanner, das Signal kommt gar nicht von der Sonde. Es kommt von außerhalb des Suchbereichs, von irgendwo auf dem Planeten. Unmöglich. Hier ist doch sonst keiner. Sichere die Festplatte. Wir analysieren das Signal in der Basis. Verstanden. Verdammt! Das Ding wird gegrillt, Tanner. Gib uns die Frequenz. Scheiße. Trägerfrequenz 97, Tanner, hörst du mich? Scheiße. Scheiße. Tanner? Tanner! Ich weiß nicht, was hier für eine Scheiße los ist. Was zum Teufel? Wieso ist die Lebensanzeige mal wieder an? Die hab ich da rausgenommen. Diese Ladezeitmaschine. Verdammt! Shit!
Maxwell, was zur Hölle ist hier los? Wonach sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen. Es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Tanner, hier! Hilfe! Sanitäter, versorgt sie! Na los! Stop. Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen. Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Nein! Ausmerzen. Sofort! Verbrennt die Leichen, verdammt! Leuten los, ey. Maxwell ist völlig übergeschlappt. Ich kümmere mich um die Verwundeten. Haltet ihr sie zurück? Jakob, gib mir Deckung. Ich hol mir Maxwell. Alles klar. Er oder wir? Outrider, Waffen runter. Das ist das Befehl. Klar. Die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Flores fahren. Deine Outrider hat diese gefährliche Situation getroffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn. Gut, Inventar öffnen und jetzt. Maxwell hat eine Blockade errichtet. Er will alles niederbrennen. Warum? Damit er die Sachenverbindung behaupten kann, die Outriders hätten alles vermasselt. Er muss sterben. Outrider, warte! Maxwell ist der Einzige, der die Landung abladen kann. Du musst ihn zur Vernunft bringen. Gut, so du Leute, ich muss sagen, dann bin ich aber hier passend, ist das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock gewartet. Ja, dann werden wir uns im nächsten Video mal diesen Maxwell da. Vornehmen. Und die versuchen zu jagen. Das war richtig unnötig. Gucken, ja, so macht das Spiel ja eigentlich schon richtig Bock, muss ich sagen, aber halt richtig Bock habe ich noch nicht viel gesehen. Aber das ist sowieso schon mal hoffentlich mal besser als Ende. Nix Granate. Ach Gott, ey. Ja. Oh, ich brenne.
Ja, eine Woche war Zeit, dass wir gerne beim nächsten Mal dabei. Ich kann mich sehr drauf freuen. Aber wie ich sage, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und schön müde.